Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister und herzlich willkommen an alle Nicht-Muslimen. Ich wollte hier ein kleines Statement abgeben zu der Schließung der Blauen Moschee in Hamburg, die eine schiitische Moschee ist. Und an dieser Stelle wollte ich erstmal einige Sachen von vornherein festhalten, weil der eine oder andere wird vielleicht sagen, warum äußerst du dich denn dazu überhaupt, was hast du mit der schiitischen Moschee zu tun, bla bla bla. Erstmal. Im Islam gibt es für uns eine sehr, sehr wichtige Grundlage und das ist, dass wir gerecht sein müssen, egal um wen es geht, egal ob wir jemanden lieben oder hassen, egal ob wir mit jemandem ideologisch übereinstimmen. Und das geht alles zurück auf Sure 5, Vers 7, Vers 8, wo Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise sagt, O ihr, die ihr glaubt, ich bringe nur die Übersetzung, weil ich will etwas länger reden, damit die Zeit reicht. O ihr, die ihr glaubt, seid wahrer der Sache Allahs als Zeugen für die Gerechtigkeit. Und den Hass, den ihr gegen bestimmte Leute hegt, soll euch ja nicht dazu bringen, dass ihr nicht gerecht handelt. Handelt gerecht, das kommt der Gottesfurcht näher. Und fürchtet Allah, gewiss Allah ist kundige dessen, was ihr tut. Das heißt, selbst wenn man jemanden hasst, muss man gerecht sein. Selbst wenn man mit jemandem nicht ideologisch übereinstimmt, muss man gerecht sein. Und selbst auf der anderen Seite, auch wenn man jemanden liebt und er Unrecht tut, muss man gerecht sein. Und Umar al-Khattab beispielsweise, hier gibt es eine Geschichte mit Amr ibn As. Amr ibn As, der Sohn von Amr ibn As, hatte ein Wettrennen gemacht mit einem Christen in Ägypten. Und er hat das Wettrennen verloren, hat daraufhin diesen Christen geschlagen. Und dieser Christ hat sich beschwert bei Umar al-Khattab, beziehungsweise diese Beschwerde kam zu Umar al-Khattab und er hat sie beide zu sich bestellt und hat dann dem Christen den Stock gegeben, um den Sohn von Amr al-As, der ein Führer war in der islamischen Welt, zu bestrafen mit dem Stock. Und dann hat er zu ihm gesagt, und jetzt bestrafe seinen Vater, denn wäre der Vater nicht gewesen, hätte er sich das nicht getraut. Das heißt, es geht immer um Gerechtigkeit. Man ist sogar gerecht, wenn es gegen einen selber geht. Okay, das erstmal dazu. So, auf jeden Fall, jetzt könnte andere fragen, warum redest du erst jetzt darüber? Es ist doch schon ein paar Wochen her. Ich hatte ein bisschen was zu tun und ich habe auch etwas länger gewartet, weil ich eben nicht ungerecht sein wollte. Weil kann ja sein, dass es vom deutschen Staat doch irgendetwas gibt, wo man sagen kann, da haben sie ja doch recht. Aber ich habe jetzt nach meinem Kenntnisstand alles durchsucht und ich habe mal geguckt und ich habe auch Fragen hier gestellt im Internet. Gebt uns doch mal die Beweise, die gegen die Moschee gegeben wurden. Zeigt uns doch mal die Beweise. Also, und hier möchte ich eine Sache auch an die Sunniten sagen, an uns, ein Appell an uns Sunniten. Wir müssen immer, oder allgemein an Muslime, wir müssen immer eine Sache unterscheiden. Oder wir müssen immer bei einer Sache sehr wachsam sein. Ist der Grund, warum ein bestimmter Muslim vom deutschen Staat, von der Polizei, von Behörden angegriffen wurde, ein Grund, der auf seine falsche Handlungsweise zurückgeht oder auf seine falsche Akida, Glaubenslehre oder auf sein falsches Verständnis von der Religion? Oder ist es ein Grund, oder geht es zurück auf eine Sache, die alle Muslime gemeinsam haben? Okay. Die Moschee in Hamburg wurde nicht geschlossen, weil sie sich bei Ashura schlagen oder weil sie glauben, dass Abu Bakr und Omar nicht die rechtmäßigen Khalifen nach dem Propheten alaihi salam gewesen sind. Das ist den deutschen Behörden völlig egal. Okay? Und ich habe einfach mal geguckt, was selber vorgebracht wird, weil ich kenne mich ja selber damit aus, mit diesen Sachen. Moscheen werden geschlossen und Razzien werden gemacht und dann wird irgendein Blödsinn in den Medien verbreitet. Und deswegen habe ich so eine Nase dafür, welche Worte benutzt werden. Ja? Und ich habe mir das einfach mal, zum Beispiel damals haben sie, die deutschen Behörden, ein Buch, das wir auf der Straße verteilt haben, Die Frau im Islam. Sie haben das Buch verboten, ja, verboten. Aber wo sollen wir wissen, dass das Buch auf einmal verboten ist? Und haben dann gesagt, hey,
Ihr verteilt verbotene Bücher. Ja, super, das Buch war auch letzte Woche noch erlaubt gewesen. Und dann haben wir es im Glauben, dass es erlaubt ist, weiterverteilt. Wenn ihr so nett gewesen wärt, hättet ihr ja zu uns kommen können und sagen, das Buch ist verboten, ihr könnt es nicht mehr weiterverteilen. Aber nein, ihr habt uns absichtlich weiterverteilen lassen, um danach gegen uns vorzugehen, um uns in die Buden reinzukommen. Nur mal so nebenbei. Aber auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt von der Welt beispielsweise die Aussagen genommen und analysiere die mal ganz kurz und bündig. Einem Verein, der als islamistisch eingestuft wird, islamistisch. Okay, was ist denn genau islamistisch? Islamistisch, wenn man sich diese Definition islamistisch anguckt, ist, dass jeder, der daran glaubt, dass das, was der Prophet gesagt hat, für einen bindend ist und dass das, was der Koran sagt, für einen bindend ist. Das ist islamistisch. Und nicht islamistisch sind solche Leute wie Scheidern Artes oder andere Munafikun, die mit dem Islam absolut nichts zu tun haben. Die sagen, ich bin Muslim, aber ich trinke mir auch mal ein Glas Alkohol. So, okay, gut. Also islamistisch und verlängerter Arm des iranischen Regimes gilt. Okay, Iran ist ein Land, die ist ein verlängerter Arm des iranischen Regimes. Was macht denn das iranische Regime mit dieser Moschee? Ist die Aufgabe der Moschee, eine Bombe zu legen? Oder ist die Aufgabe der Moschee einfach, den Islam zu verteilen, wenn sie ein verlängerter Arm der islamischen Regierung sind? Denn hier ist die Gefahr. Nach diesem Maßstab könnte man ruckzuck, und das sagte Bescheidenen Art, ist ja auch die türkischen Moscheen zumachen. Man ist auf einmal mit den Türken nicht mehr so einverstanden. Ja, die machen dieses, die machen jenes und so weiter und so fort. Erdogan hat irgendwas gegen Israel gesagt. Die Moscheen sind ein verlängerter Arm des türkischen Regimes, die sind islamistisch. Bam. Guck mal hier, so. Das sind die Argumente. Dann geht's weiter. Dann, das ICDA handelt sich gegen unsere Verfassungsordnung. Ja, wo denn genau? Warum wird denn nicht ein genauer Punkt genannt? Genauso wie bei uns, immer dasselbe Gelaber, kennen wir schon. Gegen unsere Verfassung. Deshalb bla bla bla, gegen islamistischen Extremismus. Wieder islamistischer Extremismus. Ja, wer ist denn jetzt genau? Was ist jetzt genau der islamistische Extremismus? Und dann kommt als Beweis, die werden schon seit 1993 beobachtet. Ja gut, wenn sie seit 1993 beobachtet wurden, wurde bisher immer noch nichts gefunden, ist ja eigentlich kein Beweis gegen die, sondern eigentlich ein Beweis gegen euch. Okay, weiter. Ausschlaggebend war das Beweismaterial aus November 2023. Okay, was wurde denn da genau gefunden? Ich meine, wenn man was hätte, würde man es doch vorlegen. Haben die einen Bombenplan für den Bombenbau gefunden oder was wurde gefunden? Nix. So, dann Bürgermeister. Jetzt kommt der Bürgermeister. Es war schwer erträglich zu lesen, den radikalen Islamismus und Antisemitismus. Okay, nochmal. Was war denn der genaue radikale Islamismus und der radikale Antisemitismus, den man im Verfassungsschutzbericht gelesen hat? War das so radikal wie die Aussagen von Martin Luther? Lieber nochmal nachschauen. Denn über Martin Luther hat Julius Streicher vom Der Stürmer gesagt, Martin Luther säße sicher heute an meiner Stelle auf der Anklagebank Nürnberger Prozesse. Was Hitler getan hat, hat Luther gesagt, hat Luther geraten. Luther beispielsweise hat geraten, Synagogen abzubrennen, Leute, die weiter das Judentum predigen, zu töten und so weiter und so fort. Das ist von Martin Luther, wo es Universitäten gibt, Straßen gibt und so weiter. Okay, dann weiter. Direkte Anweisung, also die haben direkte Anweisung bekommen aus dem Iran. Okay, welche direkten Anweisungen denn genau? Anweisung zum Bombenbau oder Anweisung, die Religion zu verbreiten? Das fiel ja dann unter die Religionsfreiheit, spielt ja dann keine Rolle, ob das im Iran kommt oder irgendwo anders herkommt. Weiter. Antisemit-Hetze schon wieder. Ja, okay, welche Antisemit-Hetze denn genau? Dass man mit der Politik Israels nicht so. Warum wird denn nicht irgendwas zitiert? Wahrscheinlich, weil man nichts hat, oder? Dann weiter. Dann, sie sind Unterstützer der Hisbollah. Okay, Unterstützer der Hisbollah sind sie angeblich. Und dann wurde dann später gesagt, dass die halt Räumlichkeiten für Hisbollah-Anhänger gegeben haben. Das ist wahrscheinlich, ihr müsst euch vorstellen, da mietet irgendjemand einen Raum, ja, und dann wird danach gesagt, ah, guck mal, der Typ ist von der Hisbollah gewesen oder später zu Hisbollah gegangen. Ist genau dasselbe, was wir damals erlebt haben. Machst irgendwo einen Vortrag, unterhält sich mit irgendeinem, das ist ja auch eine große Moschee gewesen, ja, und irgendjemand kommt zu dir, macht mit dir ein Gespräch oder du hast mit jemandem gesprochen oder du, irgendjemand ist mit dir zusammengekommen, heißt, ah, der ist mit dem, stimmt der vollkommen überein. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja, wir haben ja nichts gegen Religion. Also äußerlich haben sie Weihnachten Fest der Liebe gemacht
Und also innerlich und äußerlich.